wir spielen noch ein bisschen. Ah, sag ich sehr oft. Wir spielen Star Wars und ich bin bald gespannt, wie es weitergeht. Und aus irgendeinem Grund befinden wir uns hier. Das ist sehr ungünstig, weil wir waren eigentlich schon ein Stückchen weiter. Ich war noch zu faul zu meditieren. Ich dachte, ich muss es nicht machen. Deswegen müssen wir uns noch mal das Ding ganze Zeit angucken. Also darüber kommen wir nicht. Wir könnten sogar noch mal hier runterspringen. Willst du mich veralbern? Wow! Willst du mich veralbern? Okay. Ich glaube, der ist ein bisschen größer als der andere. Gut. Ich habe mich jetzt mal dafür entschieden, da weiterzugehen. Wollte ich eigentlich jetzt auch tun. Hat leider nicht geklappt. So, okay, wir rennen wieder da hoch. Schade, ich nicht runterfallen. Ich gehe kein Risiko ein. Genau, da hinten ist unser Schiff, das schaffen wir. Wir gehen diesmal hier nicht runter. Auch hier, ich glaube, hier haben wir ihn gesehen. Das würde ich da gerne einsammeln wollen. Aber ich glaube, ich werde dann sterben. So, das ist hier. Hier war auch noch was zum Einscannen. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir das haben. Aber... Komm her, BD1. Wir gehen mal rein und erzähl mal. Kann ich das überspringen? Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Nein. Dann hören wir uns das gerne nochmal an. Das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Botuli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holochron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. So. Das Schiff haben wir schon beim letzten Mal begutachtet. Und
Wählst du unser nächstes Ziel? Folg deinem Instinkt. Natürlich. Sepho, da sind wir. Wir reisen zuerst nach hier. Und los geht's. Was? Moment, was sagt das Ding? Ich weiß nicht, warum Leute Droiden haben. Sagen Sie es ihm. Er kann sie schließlich verstehen. Ernsthaft? Oh, hör mal, ich hab's wirklich nicht so gemeint. Droiden machen mir Angst. Ganz was Neues. Sie klingen wie ein Imp. Die deaktivieren Droiden einfach so. Damit ist er einer von uns. Hm. Oh, das ist hart. Ich nehme alles zurück. Du bist okay, Kumpel. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Ah. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten. Oh. Ah, perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Okay. Ja, hier drüben. Gucken wir mal raus und schauen wo uns, wo ist sie denn so? Was hier so gibt, da hinten liegt eine Kiste, die können wir schon mal mitnehmen. Hey! Oh, es war also was drin. Oh, ja, weiter geht's. Etwas? Sehr gut. Oh, okay. Was ist das, BD1? Komisch aus. Halt, kleinen Moment. Wir gehen noch einmal anpassen. Mach mal gelb. Und was ist das letzte? Ah, unser Schiffchen. Gut. Haben wir das auch gemacht? Und ja, ich denke mal, wir können wieder weitergehen. Sie sehen unfreundlich aus. Aufpassen, BD. Ich sehe nach. Haben wir auch? Sehr gut. Oh. Kerl,
Transformation gibt's da. Imperium, Sie haben Zeffo. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Ob Sie das gelingt? Ob ihr das gelingt? So. Uah! Oh, Gottes Willen, hoffentlich verliebe ich das Ganze noch. Dahin komme ich, glaube ich, nicht, oder? Bist du was? Nein, du bist nichts. Wir gehen mal hier lang. Hier ist auch nichts, deswegen da lang. Meine Mutter hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht. Stimmfach. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD. Was ist das? Ach so, Stim. Ja, jetzt hier runter, oder? Kam hier ran? Rein? Doch, hier kam hier rein. Geht's hier weiter? Ich würde sagen, hier geht's nicht mehr lang. Das bringt uns nichts, da lang zu springen. Auch nicht. Da gehen wir wieder raus. Versuchen doch mal jetzt hier hochzukommen. Ich denke mal, das sollte auch dann kein Problem sein. Komme ich hierher? Doch, hier kam ich her. Also hier lang. Da ist unser Schiffchen. Wir wollen einmal hier lang. Lang. Oh. Abkürzung freigeschalten. Sehr gut. Da kommen wir wieder hier lang. Das ist schön. Dreht er sich auch noch um? Hey, habt ihr das gesehen? Unser Feind ist schwach. Ich glaube, ich bin fertig. Okay, ich bin fertiger. So, geht's jetzt hier oben weiter? Gehen wir, BD1. Dann gucke ich noch mal kurz hier unten mich rum. Ja, ich glaube, hier oben geht es weiter. Dann schauen wir uns noch mal hier unten um, ob es da was gibt. Hier nicht. Seht ihr, hier oben haben noch einen Behälter gefunden. Okay. Irgendwas Brauchbares? Habe ich jetzt entdeckt.
Schön. Weiter geht's. Oh, was bist du denn? Nicht runtergefallen. Oh, er hat was. Oh, eine Warnung. Das ist viel zu schnell. Und dann überlege ich oben, unten. Okay. Bevor ich sterbe. So, fertig. War hier gerade was? Ach doch, was zum Scannen. Dazu. Weiß nicht, ob es hier weitergeht oder hier drüben. Das sind alles Lügen. Das Imperium wollte nur das Land. Ah, kommt man hier wieder runter. Hab schon überlegt, ob es denn da noch was gibt. Na toll. Kiste. Oh, na gut. Weg ist er. Was haben wir gefunden? Achso, kann ich jetzt nicht anpassen. Müssen wir später machen oder können wir später machen? Gehabt. Was müssen wir da nochmal wiederkommen? Ah! Gut, die ist also mal weg. Dann können wir ja weitergehen. Dann müssen wir die beiden da vorne nehmen lassen. Dann ist es halt so. Wir haben einmal einen Fähigkeitspunkt. Wir drücken auf A und überlegen, wo wir den einsetzen.
Was bist du denn für eins? Was, wie viel brauchen wir dafür? Ach, 2 Fähigkeitspunkte. Okay, dann halt nicht. Okay. Nicht vergessen. Muss ich mir mal angucken, bevor ich dann das Spiel spiele. Was? Hey! Oh, es war also was drin. Sehr schön. Und dann gehen wir hier weiter. Jetzt? Ah, das war dunkel. Also zu? Ach, hey, danke. Ah. Muss ab und zu mal B zum Ausweichen benutzen, sonst wird es nicht so. Klingeln. Oh, das ist nicht, das ist scheiße. Das war zu spät. Das war zu zeitig. Ich glaube, das sollte passen. Könnte ein Problem werden. Wow. Das lief so gut bis dahin. Einen Tritt und dann waren wir fertig. Aber das ist vielleicht gerade eine gute Möglichkeit, um an der Stelle Pause zu machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert und ganz viele Däumchen hinterlasst und das nächste Mal wieder einschaltet. Also meine Freunde, in diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Bye.